Schönen guten Morgen von Cortland Train Station. An diesem wundervollen Oktober, Samstag, Sonntag, der 17. ist heute, mache ich mich auf in die Stadt und treffe mich da mit Franks Vlogs. Wir haben noch keine Idee, was wir so machen, aber doch einen Punkt haben wir. Wir werden ein bisschen shoppen gehen und zwar gucken wir uns heute zusammen mal B&H Foto an. Und wo es uns von da hintreibt, seht selbst. So, das wird, ich habe kein Mikro dran, ich hoffe, ihr hört mich. Das wird heute ein ganz spezieller Vlog. Und zwar mache ich hier heute den B-Roll-Man und ein Behind-the-Scenes Franks Vlogs in New York. Also ich vlogge, wie Frank vloggt. Oh, das weiß ich ja noch gar nichts von. Ja, habe ich mir gerade überlegt. Das ist ja interessant. We are rolling. Das da ist er übrigens gerade am Filmen. Ne, so weiter macht keiner zu den Rockettes gehen. Schöne Piorette. Und natürlich darf man auch Instagram nicht vernachlässigen. Schon anstrengend mit so einem Influencer spazieren zu gehen. Das macht doch noch einen auf Heckenschütze. Immer noch das Empire. Ja, ne? Da ist wirklich ein New York Sound, würde ich sagen. Ne? Jawohl. Zebrastreifen ist für Anfänger. Falten als so einen kleinen Burger auf der Hand oder damit der erste Hunger besiegt wird. Moment. Das hat er sich dasselbe bestellt wie ich, weil ihm dann alles zu kompliziert hier ist. Ne, stell mal den Becher drunter. Wenn du Eis willst, kannst du jetzt kurz nach hinten. Und dann kannst du ja jede erdenkliche Art von süßem. Okay. Guck mal hier. Dann machen wir mal Raspberry. Und jetzt muss ich Push, ne? Push, ja. Und hier hast du natürlich auch Free Refill, darum ist es unklug, sich ein großes Getränk zu kaufen. Ja, das verstehe ich aber auch nicht so ganz. Das ist um die Leute halt, die doof genug sind, denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Gut. Er kämpft mit der Technik. Das ist eigentlich auch so, die Hälfte der Zeit, die man beim Vloggen verbringt, ist sich mit diesen scheiß Geräten auseinanderzusetzen. Settings. Ja, der sieht doch ganz gut aus, muss man sagen. Sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, da beiß ich jetzt mal ein. Jalapenos, Gurken, alles am Start. Und? So, ich fange jetzt auch mal an zu frühstücken. So, da sind wir schon einen Laden hinter uns. Hier auch hier diese Ecke hier, hat der Holger mir gerade gesagt, heißt Hudson Yard. Hier waren nur ganz viele kleine Häuser und jetzt hier ganz viele große Häuser. Und ich muss mal vom Fahrrad wieder runtergehen, sonst muss ich nämlich gleich ins Hospital. Das sind die richtigen Kameras, ne?
Aber stell dir mal vor, sowas musst du durch den Wald schleppen beim Eifelfloggen. Auch ein Liebchen hier, ne? Da wird dir gut stehen, ne? Wenn man hier was kauft, kommt die Ware direkt aus dem Lager. Und hier kommen die Waren raus, wenn sie aus dem Lager angeliefert werden. Und hier im Podcastingplatz. Die Kassette gefällt mir ja. Bisschen Licht. Guck mal, die haben sogar beleuchtete Klobrillen hier. Diese Amerikaner, verrückt. Frank hat die Drohnenabteilung entdeckt. Jetzt gibt es kein Halten mehr. Das sind hier diese kleinen, wie der Till die auch hatte, ne? Preis stabil. Aber das hier ist ja interessant, die fliegen aber nicht, die Dinger, oder? Ja.
Da hinten ist das Empire State Building. Und ein Metronom. Ab in den Diner. Jetzt gehen wir in den Diner, genau. So, eben haben wir da drüben in der Booth gesessen, aber da habe ich mit meiner dicken Wampe nicht so bequem am Tisch Platz gehabt. Und da kam sofort der Oberkellner und hat uns hier an den Tisch für dicke Leute gesetzt. Aber dafür jetzt Cheesecake. Und da habe ich es aber auch so gemacht, dass ich mir vorher einen ausgesucht habe und habe dann am Ende des Tages den Cheese on the Grill Hotdog mit Sauerkraut und Mustard und Ketchup. So, jetzt waren wir hier schön im Diner. Kaffee und Kuchen, New York Cheesecake und Limitless Coffee. Und haben gleichzeitig schon einen Podcast aufgenommen. Guck, da ist der Frankie wieder. Ich mache ja hier ein Making of Behind the Scenes, Franks Vlogs. So, Frank beim Chipskauf. $8 für zwei Beutel Chips. Dabei, wie Franks Vlog den Blog-Vlog beendet mit seiner Abmoderation. Jetzt auch von mir ein Auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat der Tag Behind the Scenes bei Franks Vlogs gefallen und ihr habt den lieben Frank mal von einer ganz anderen Seite, nämlich meistens von hinten, in diesem Vlog erlebt. Wir sehen uns wieder. Ich verlinke natürlich auch den Vlog von Frank hier rein, damit ihr auch seht, was wir alles so getrieben haben. Und ja, wir hören uns im Podcast. Tschüss. So, hier bin ich nochmal kurz. Ich habe gerade die Schrittzahl auf meinem iPhone hier gescreenshottet. Und wie gesagt, das Schätzspiel um eine Postkarte und ein Beutelchen Vollgaskaffee für die besten Folger startet jetzt. Also schätzt,
die Schritte, die jetzt auf meinem iPhone stehen. Bei 2400 heute Morgen hat es angefangen. Und die drei, die am nächsten rankommen, werden in 7 Tagen hier unter diesem Video in den Kommentaren bekannt gegeben. Alles klar, macht's gut, gute Nacht und bis zum nächsten Mal.